Thema, was ist nicht meine Meinung? Sie sind auch schon mal genannt worden, Heinrich fürs Grobe. Aber ertragen Sie, ne? Aber ja. Ja, vieles andere auch. Also, Klaus Grünewald vom BFV, also Bundesamt für Verfassungsschutz, und Sie waren 1995 bei Öcalan. Sie haben den PKK-Führer besucht in Damaskus, vielleicht zu Damaskus, und das hat dann gleich noch was. War das eine Einladung? Sind Sie auf eigene Faust gefahren? Auf eigene Faust, selbstverständlich. Denn wenn ich jemand gefragt hätte, dann wären sie alle verlegen gewesen im Auswärtigen Amt oder in der Fraktion. Und eine Einladung hatte ich wirklich auch nicht. Was wollten Sie? Ich bin deutscher Politiker und vertrete deutsche Interessen, primär. Und das deutsche Interesse besteht darin, dass in Deutschland keine Gewalt angewendet wird zur Lösung von Problemen, die nur in der Türkei gelöst werden können. Das heißt, ich möchte mein Land nicht instrumentalisieren lassen für eine Auseinandersetzung, die woanders stattzufinden hat. Und das wollte ich ihm klar machen, dass es weder der kurdischen Sache nützt, noch uns, wenn sie, die PKK, hier in Deutschland Gewalt anwendet. Also da waren Sie aber nicht so erfolgreich, denn die Morddrohung kam ja hinterher. Zumindest hat es ein Versprechen von ihm gegeben, die deutschen Gesetze einzuhalten. Das hat er auch mehrfach erneuert, dieses Versprechen, gegenüber Kollegen von Ihnen. Dann aber kam es ein wenig anders. Und die Frage ist, warum das so ist. Ich glaube, man hat nur zwei Möglichkeiten der Interpretation. Entweder hat er den eigenen Laden nicht hinreichend unter Kontrolle, dass gewisse Falken ausbrechen, etwas tun, was er nicht will. Oder aber er selbst hat seine Meinung geändert oder mich geschwindelt. Das Interview in der Süddeutschen hat er, glaube ich, freiwillig gegeben und das war er. Also ich könnte es jetzt vorlesen, das mache ich nicht, weil es zu lang ist, aber das ist schon happig, was er da alles gesagt hat. Der Satz mit den Zinksärgen ist da gefallen, die Menschen, die als Bomben in die Luft gehen, also nach Hamas Vorbild, das alles ist von ihm gesagt worden. Also es gibt eine ganze Reihe von Äußerungen, die wirklich nach unserem Verständnis sehr happig sind und auch irgendwo wehtun, das muss ich sagen. Und ich glaube nicht, dass das seiner Sache nützt. Wo haben Sie ihn eigentlich getroffen? Sie haben es schon gesagt. Ja, in Syrien. Naja, Syrien ist groß. Also, wo denn nun? Stimmt das in einem Ausbildungslager im BKA-Teil? Nein, wo? Ganz normal. Sofa? In einem ganz normalen Haus, auf einem ganz normalen Sofa. Ehrlich? Wie lange? Ich bin immer ehrlich. Ach so, Entschuldigung. Ihnen gegenüber, ja, klar. Jedenfalls. Ah, Herr Lummer. Wie lange dauerte denn die Audienz? Ich glaube, so 2 Stunden etwa. Sie haben einen Brief mitgenommen an Yilmaz, an den türkischen Premier. Lummer als Briefträger, warum nicht in einer guten Sache? Was stand denn drin in dem Brief? Sie werden nicht einen Brief bringen. Nun, in dem Brief stand ein Angebot drin. Er hatte schon vorher an den Präsidenten Clinton geschrieben, um sich zu assimilieren oder integrieren, jedenfalls nicht in besonderer Weise als Kurde aufzufassen, sondern das ist nur ein bestimmter Teil. Das aber sind auch Größenordnung von Millionen. Durchteilung noch kleiner werden, als er schon ist. Nicht? Und das wollen sie partout vermeiden. Das heißt, die Sorge von den Kurden ist primär die Sorge, da geht irgendeine Separierung vor sich und der türkische Staat wird noch kleiner, als er jetzt schon ist. Aber die heute haben sie einen anderen Traum. Die wollen jetzt vor Mittelasien bis zum Mittelmeer ein großes türkisches Reich haben mit Türkvölkern. Ja, in der Fantasie. Da ist ein Stück. Ich sage, ein Traum. Natürlich. Das ist ein Traum. Ja, ja, der Traum, aber ich glaube, das Osmanische Reich zum Teil. Auch nicht diskutieren, nämlich die Frage der zweiten, dritten Ausländergeneration, die wir hier haben und über deren Frage wir sprechen, ob sie ausgewiesen und abgeschoben werden können oder sollen, dann ist das ein Thema, wo man eine ganze Menge hätte tun können, immerhin 14 Jahre lang, dass beispielsweise diese Gruppen hier stärker integriert sind. Also, ja. Das ist eine Aufgabe für die ganze deutsche Politik. Das geht in der Kommunalpolitik. Was ist denn da Unsinn, Herr Lummer? Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Was ist denn da Unsinn, was solange es ein Jugoslawien gab, da hatten sie in Deutschland jugoslawische Restaurants. Ja. Dann gab es den Konflikt dort. Und jetzt haben sie kroatische, serbische und sonstige. Ja. Und die haben aus eigenem Wunsch diese Differenzierung vorgenommen, die vorher nicht vorhanden war. Und nicht wir haben den Konflikt in Jugoslawien angefangen, den haben die selber angefangen. Und diese Auseinandersetzung zwischen Kurden und Türken. Sie ja, komm, das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls diese Differenzierung ist nicht durch uns gekommen, sondern ist dadurch gekommen, dass in der Türkei bestimmte Probleme nicht gelöst worden sind. Dass wir eine Verpflichtung haben, gegenüber der Türkei tätig zu werden, das will ich sehr wohl einräumen, denn wir sind mit der Türkei befreundet und verbündet. Aber an sich sind es Probleme, die in der Türkei gelöst werden müssen und nicht hier in Deutschland. Darüber ist doch hier in diesem Kreise Herr Deutschland involviert. In diesem Konflikt. Ja, wir sind involviert, weil die Leute hier wohnen. Nein, nicht nur deswegen. Sie sind der erste Wirtschaftspartner der Türkei. Sie sind Zweisteller, wir Waffenlieferrahmen der NATO. Das ist eine Verpflichtung, die wir übernommen haben. Die ist aber ausgelaufen, im Übrigen, diese Verpflichtung. Nur, wenn diese Waffen von der NATO
über Deutschland nicht geliefert worden wären, glaubt denn einer im Ernst, die Türkei hätte keine Waffen gehabt, also gegen die Kurden vorzugehen? Das ist lächerlich, das zu anzunehmen. Das ist doch kein Waffen. Ja, weil Sie doch argumentieren, wir hätten erst diesen Kampf gegen die Kurden ermöglicht durch die Waffenlieferung. Das haben wir nicht gesagt, Herr Lummer. So, das haben wir also lassen wir das Waffenargument mal beiseite. Herr Lummer, wir können das Waffenargument mal beiseite. Jetzt kommt das zweite Argument. Lassen Sie doch nur mal Frau Merkel, ich finde, Sie gehen da zu billig über diese Frage hinweg. Das ist eine sehr entscheidende Frage gewesen. Es hat eine entscheidende Frage. Die Waffen der NATO. Sie wissen, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis nach außen. Und nicht darf es gerichtet werden mit Waffen nach innen. Keine einzige Waffe, auch keine, die in der Bundesrepublik steht, kann innerhalb des Landes eingesetzt werden, sondern sie darf nur gegen den äußerlichen Feind. Die NATO-Statuten sind dazu ganz klar. Schriftlich bestätigen lassen. Wir haben uns von der Türkei bescheinigen lassen, dass die Waffen im inneren Konflikt nicht eingesetzt werden. Ob die Türkei sich daran gehalten hat, ist eine andere Frage. Auf der anderen Seite müssen Sie natürlich auch sehen, die Türkei ist für die NATO ein wichtiger Partner gewesen im Rahmen des Ost-West-Konflikts. Und Sie müssen immer dann sehen, wir haben auch mal Portugal in der NATO gehabt, ohne dass Portugal eine Demokratie war. Das ist eine Frage von Güterabwägung, die da gelegentlich vorgenommen wird. Da gab es auch keinen Krieg in Portugal in dieser Form. Nein, das hat es nicht gegeben. Aber immerhin war es ein Land, was nicht demokratisch war, was innerhalb der NATO gewesen ist. Und die Türkei hat eine Rolle zu spielen innerhalb der NATO, die sehr wichtig war. Die legitimiert aber gerne was zu den Waffen sagen, wenn ich ganz kurz darf. Das heißt also, die Interessen der Abschiebungen. Wenn man so argumentiert, dass es völkerrechtliche Verpflichtungen gäbe, die die Türkei nicht einhalte, dann heißt das in der Praxis, wir können überhaupt nicht abschieben in die Türkei. Da bin ich anderer Meinung. Ich vertrete, wie gesagt, deutsche Interessen. Und ein deutsches Interesse, ein legitimes deutsches Interesse besteht darin, der Bevölkerung besteht darin, dass hier in Deutschland keine Gewalt angewendet wird zur Lösung von Problemen, die keine Deutschen unmittelbar sind. Wenn also jemand hier Gewalt anwendet, wie wir sie gesehen haben, dann finde ich, muss Deutschland das Recht haben, solche Leute abzuschieben. Vereinzelt. So, ich will jetzt nicht dafür plädieren, wie das die Italiener gemacht haben mit Asylbewerbern aus Albanien. Die haben sich auch völkerrechtswidrig verhalten, Italiener. Die ganze Schiff rüber. Ja, kein Mensch redet mehr darüber. Die haben es erfolgreich gemacht. Und wenn ich von der Türkei... Sie leben in Deutschland. Ja, genau. Und wir werden auch so verfahren. Und wenn jemand hier deutsches Recht missachtet, sich hier unanständig benimmt als Ausländer, dann finde ich, muss man in die Heimat zurückschicken. Es tut mir schrecklich leid. Auch dann, wenn ich von der Türkei eine Zusicherung habe. Im Übrigen hat die Türkei ja diese völkerrechtliche Verpflichtung akzeptiert. Wenn ich zusätzlich noch eine besondere Zusicherung habe, ich kann das ja noch verschärfen, meine Dinge, dann bin ich bereit abzuschieben. Und ich bin ganz sicher, die Wirkung wird sein, wir werden keine Gewalt mehr in Deutschland haben, weil keiner in den Weg in der Türkei gehen will. Aber ich bin fest überzeugt. Sagen wir wieder, ist der eine Punkt, von dem jetzt die Rede hatten hat. Ja, komm, welche Konvention internationale? Ja, es gibt auch ein Recht, dass hier keine Gewalt angewendet wird, auch missachtet von den Leuten. Und wer dieses Recht missachtet, der muss die Konsequenzen tragen. Wir sind hier in Deutschland, ja? Wohlgemerkt. Lassen Sie. Wir sind hier in Deutschland. Interessant. Sagen Sie es noch einmal bitte. Wir sind hier in Deutschland und nicht in der Türkei. Sehen Sie? Okay. Und Sie können es leisten, so etwas zu sagen, solange wir nicht das Recht haben können, Sie abzuwählen. Das haben Sie doch das Recht, nicht abzuwählen. Bitte Mikrofon weg und jetzt Herr Lummer, Punkt 2. Das wirklich fundamentale Problem besteht doch in Folgendem. Sie haben nach der Außenpolitik vorhin mal gefragt. Wir stehen auf der einen Seite unter dem Druck der Türkei, auch eines Teils der Türken in Deutschland im Übrigen. Macht was gegen die PKK. Ihr seid nicht scharf genug gegen die PKK. Das hören wir andauernd, wenn ich irgendeinem türkischen Minister rede. Dann auf der anderen Seite die PKK. Macht was gegen die Türkei. Die missachtet unsere Rechte. Wir wissen, dass da eine Berechtigung drin steckt. Und dieser Konflikt lässt uns natürlich den Versuch machen, beiden Seiten gerecht zu werden. Herr Kinkel hat wirklich oft genug gegenüber türkischen Ministern und Vertretern des Parlaments die deutsche Auffassung vertreten, die besagt, ihr müsst eine Lösung finden. Eine militärische Lösung ist nicht möglich. Es muss im Sinne von Autonomie geregelt werden. Und das predigen wir denen so oft wir können. Das ist das eine. Aber das zweite Erfolg, ist ohne Gewalt. Ja, mein Gott, das manchmal bei Israel hat es auch sehr lange gedauert, wie Sie wissen, nicht wahr? Sehr lange gedauert. Ich habe schon Anfang der 70er Jahre mit PLO-Leuten geredet, wo ich fürchterlich beschimpft drüber. Ja? Ich beschimpf Sie doch gar nicht. Wir müssen dieses ständige Beeinflussen der Türkei weiter fortführen.
und ihnen klar machen, dass militärisch eine Lösung nicht vollzogen werden kann. Dann muss der Dialog und die politische Lösung her. Nun kommt die wirklich schlimme, der schlimme Punkt, sage ich mal. Und das ist etwas Tragisches. Ich nehme das Wort tragisch sehr selten in den Mund. Was schon bei dem Konflikt PLO deutlich geworden ist. Hätte jemand die Interessen der PLO je ernst genommen, wenn sie keine Gewalt angewendet hätten? Hätte die Interessen der PKK, die Türkei oder die Welt ernst genommen, wenn sie nur geredet hätten? Das ist die fatale, ärgerliche Erfahrung in der Politik, dass manche Probleme offenbar nur bewusst gemacht werden können, wenn so etwas im Spiel ist. Eine fürchterlich ärgerliche Erfahrung. Moment. Dann legitimisieren Nein, Sie ich legitimiere, ich legitimiere überhaupt nichts damit. Ich legitimiere nicht einmal damit. Ich legitimiere damit nicht einmal das, was Sie in der Türkei tun. Aber ich will Ihnen sagen, in welche schwierige Situation die internationale Politik sich manchmal befindet. Wir können doch nicht oberflächlich darüber diskutieren. Bei Sam Nujoma und bei Mandela war das doch genauso. Was Herr Lummer hier damit gesagt hat. Was Herr Lummer hiermit gesagt hat, ist doch völlig klar. Arafat war damals ein Verbrecher, heute ist er ein anerkannter Staatsmann. Das heißt, was Deutschland anbetrifft, sage ich Ihnen, wir vertreten gegenüber der Türkei das legitime Interesse, das auf eine Autonomie und der Möglichkeit der Selbstdarstellung hinausläuft. Nicht? Das ist vollkommen klar. Aber im Rahmen des türkischen Staates. Ich ändere meine Türkei-Politik nicht. Sagt er noch vor einer Woche. Also, aber Herr Lummer, ja. Sie haben doch recht. Ja, Herr Kinzel sagt, ich ändere meine Türkei-Politik nicht. Das ist Ihre Meinung, aber nicht gerade weil Sie recht haben. Gerade weil Sie recht haben. Na gut, er vertritt ja auch seine Meinung. Wenn die Türkei uns garantiert, dass sie... Pause.